Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder von ARK. Ich habe im Internet, also auf YouTube besser gesagt, gesehen, wie man ein uneinnehmbares Häuschen baut. Besser gesagt, ein schönes Schutzhaus, wenn man das so nennen kann, für ein PvP. Es ist aus Metall, man kann es auch aus Holz und Stein bauen, was aber nicht so sinnvoll ist, weil mit Metall hält es sehr viel aus. So, ich zeige euch heute, wie man das richtig gut verbaut. Ich habe die Idee nicht alleine bekommen und da kommt ein Leuchtfeuer. Ich habe das halt im Internet gefunden, ich habe den YouTuber gefragt, ob ich das in Deutschen übersetzen darf. Er hat gesagt, ja, darf ich, sofern ich ihn erwähne. Und wenn ihr in der Videobeschreibung schaut, dann seht ihr seinen Kanal. Da könnt ihr gerne mal raufschauen, falls ihr das in der Originalsprache hören wollt und euch anschauen wollt. Das Besondere bei diesen, wie nennt man das jetzt, bei dieser Burg, kann man das schon nennen? Es ist mit einer dreidicken Wand. Und man kann entweder sich aussuchen, ob man nur eine Foundation haben will oder eine Doppel-Foundation oder sogar Triple, Fortable oder sonst wie viele Foundations haben wollen, würde tun. Egal. Also wie viele Foundations man haben möchte. Ich benutze jetzt die Double-Dinger hier. Ich zeige euch noch, wie das geht, genauso wie das funktioniert mit den drei Wänden hier nebeneinander. Weil wenn jetzt einer mit Raketenwerfer ankommt, dort gegenbombt, dann geht erst die erste kaputt, dann geht die zweite kaputt, dann geht die dritte kaputt, dann ist innen drinnen nochmal Wände und das kommt alles noch. Heute zeige ich euch erstmal, wie ihr so eine Triple-Wände machen könnt und Double Foundations machen könnt. Ja, dann würde ich das hier hinstellen, dann kann ich euch das zeigen. Also für Doppelt Foundations braucht ihr einen Pfeiler. Den müsst ihr genau in der Mitte hinstellen. Und dann könnt ihr hier nochmal eine Foundation nebenpacken und schon seht ihr, das ist ein Stückchen tiefer. Wenn ihr da jetzt wieder versucht einen hinzustellen, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger, müsst genau den richtigen Punkt finden. Na, oh, Alter. Ja, das ist ein bisschen, naja, es ist nervenaufreibend. Wir können erstmal hier die restlichen Arme rumbauen. Ja, toll, das geht jetzt hier einmal richtig. So, wir machen eine 6x6 Grundfläche. Erstmal hier. Geh weg, Fiber. Ich hätte das doch alles hier nochmal abbauen sollen. Und könnte das jetzt mal aufhören hier weg? Ja, dankeschön. So, packen wir hier einmal hin. Das ist jetzt erstmal eine 3x3. Ich hoffe, ich könnte jetzt hier endlich mal. Ja, da geht's. So, ist nämlich hier angebunden jetzt und jetzt sieht man schon, das sind zwei Foundations übereinander. Das bedeutet schon mal von unten doppelt der Schutz. Ihr könnt da jetzt auch drei oder vier übereinander machen, das funktioniert genauso. Ihr müsstet jetzt hier einfach nur wieder einen hinbauen und noch einen hinbauen. Und da wieder einen davon draufpacken und hier nebenan wieder eine Foundation drauf packen, da dann wieder auf der, wo war das jetzt, hatte ich das doch. Na, jetzt kommt schon. Ach man, mir ist ein Kack-Vorführeffekt. Da. Und hier erstmal mit zwei. Können wir den obersten erstmal wieder abreißen. Setzen nochmal einen daneben. Setzen wieder ein Pillar oder Pfeile, wie das im Deutschen heißt. Oh, das war ein zu hoch.
Wie war das jetzt so? Ich glaube, das ist wegen dem gerade so komisch. Geh weg. Gut. Kann ich jetzt? Ja, jetzt geht's. Seht's schon, da kann ich jetzt so einen draufpacken und kann ich jetzt noch mal einen draufpacken. Schon haben wir einen dreimal so hohen. Also dreimal Schutz von unten. Aber wir wollen jetzt für diese kleine PvP-Base-Haus-Ding nur einen doppelten Boden. Das reicht vollkommen. Ja, witzig. So. Grundfläche wird 6x6. Die ist ja jetzt schon hier 5x3. Das mache ich jetzt noch weiter. Das geht ja ganz schnell. So. Das Schwere wird bloß sein, halt hier das Doppelte übereinander zu machen, halt. Ich hoffe mal, die Ebene hier ist... Oh, blendet das. Ich glaube, das ist hier alles gerade. Falls nicht, muss ich das alles nochmal neu machen. So, erstmal hier... Oh, das blendet ein bisschen hier. Bisschen blöd. Boah, ich glaube, ich müsste mir irgendwie mal ein Sichel holen oder sowas, weil das hier ein bisschen nervig ist. Schön. Ja, geht doch. So. 6x6 Grundplattform. Ich lasse gleich diesen Kack-Pfeil hier stehen. Aber dann sieht es blöd aus vom Boden. Also... Ja. So, Fiberteil geht jetzt weg. So. Grundfläche haben wir gleich. Die 6x6 Grundfläche ist dort. Das heißt, es ist nochmal alles bauen ein erhöht. So, wir sind jetzt bei den letzten angekommen und wir haben die. Das Scheißproblem mit den Fasern schon wieder. So, wir haben jetzt den doppelten Boden drin. Können wir gleich weitermachen, wenn dieses Kackfiber hier weg ist. Dieses Ding mal hier wegzumachen. Und hier muss ja auch noch ein doppelter Boden rein. So. Da war es gerade. Da. Und... haben wir alles jetzt auf doppelten Boden. Dann können wir jetzt übergehen zu den Wänden. So, machen wir erstmal alles weg. Ziehen uns hier Wände rein. Und den Metallzaunfundament. So. Das nehmen wir nochmal raus. Da brauchen wir jetzt die Strohdach. Und jetzt erstmal hier dieses Kackfiber hier wegbekommen. Ja, da. So. Jetzt erstmal hier das Fiber wegbekommen. Dann können wir sofort weitermachen. Das ist ein bisschen nerviger. So. Für die dreifache Wand brauchen wir jetzt hier ein Strohdach und ein Zaunfundament. Dieses Zaunfundament muss, wie ihr seht, es bewegt sich. Es muss aufs Fundament, von jetzt aus gesehen, auf der rechten Seite sein. Also es muss innen sein. So, da bauen wir jetzt hin. Die erste Mauer setzen wir nicht aufs Zaunfundament, auch nicht aufs Fundament, sondern aufs Strohdach. So, dann haben wir hier die zweite Wand, die kommt, ist schon wieder ein bisschen trickiger hier, die kommt aufs Fundament und die dritte Wand kommt aufs Zaunfundament. Schon habt ihr drei Wände nebeneinander.
Und besser ist, wenn ihr diese Wände einzeln schon vorher hochzieht, sonst habt ihr das Problem, was ich gerade habe. Die mittlere ersetzt sich durchgehend. So. Jetzt könnt ihr überall hier einmal rum dieses Strohdach setzen. Einmal ganz rum Zaunfundamente. Und dann könnt ihr die doppelt, besser gesagt die dreifachen Wände überall einmal umsetzen. Das schneide ich auch wieder raus. Bis gleich. So, die erste Reihe der dreifachen Wände ist jetzt fertig. Ich habe jetzt überall so eine Strohdecken vorgemacht und es ist gerade Nacht, es könnte ein bisschen dunkel sein, aber ja, nicht zu dunkel. So, jetzt können wir hier das alles weg. Immer dieses scheiß Blumen oder Farbe. Jetzt können wir die ganzen Strohdinger hier wegreißen. Ich bin gerade im Flugmodus drin, deswegen. Weil das ist mir dann doch zu viel gewesen. Nein, das kann man im ganz normalen Dings auch machen, aber jetzt, damit es schneller geht, auch wegen dem Video, habe ich das jetzt so gemacht. So, wir können jetzt alles hier wegreißen, so schnell ich da mal rankommen würde, jetzt hier so. Zack und zack. Ich mache jetzt einmal ringsrum. Ich habe vorne am Eingang, was man gleich sehen kann, zwei breit Platz gelassen. Weil dort halt als Eingangstor ein ganz normales Dino-Tor kommt aus Metall. Aus Stein, wenn ihr das aus Stein baut, dann halt aus Stein das machen. Wenn ihr das Holz baut, dann aus Holz. Aber aus Holz ist es nicht so gut, weil das hält ja trotzdem nicht so viel aus. Ihr könnt das auch von den drei Wänden, könnt ihr die äußere, also die, die ihr hier raufstellt, zum Beispiel aus Holz oder aus Stroh machen oder so, sodass es aussieht, als ob ihr irgendwie aus Holz oder Stroh gebaut habt. Und wenn die denn das kaputt machen, sehen, okay, da ist eine Metallwand, dann machen sie die mittlere Metallwand noch kaputt, dann kommt noch eine Metallwand, dann fühlen sie sich dermaßen verarscht. So. Jetzt sind wir hier einmal rum. Kackfiber ist auch schon wieder nachgewachsen. Das ist jetzt eine 6x6 Plattform. Hier werden dann auch nochmal solche Pille zwischenkommen, aber das kommt im nächsten Video. Auch wie hier drinnen nochmal vierere Wände kommen. Das sind jetzt hier drei Wände, hier drinnen kommen nochmal vierere Wände. Und ich sollte wirklich ausschalten, dass man sehen kann, wer online kommt. Hoch wird dieses Häuschen auch noch ein bisschen mehr. Also bis zum nächsten Video müsste das jetzt drei Layers hoch sein. Oder wie auch immer richtig man das ausspricht. So, wir können jetzt in dieser Episode noch machen diese Metallrampen. Zack. So. Hier ist auch wieder entweder oben oder unten. Oder an der Holz, nicht an der Holz, an der Zaun-Foundation, also Foundation unten, Foundation oben oder Zaun-Foundation. Die oberste oder die Zaun-Foundation ist am besten, wo ihr das dran macht. Wenn man die mal bekommen würde, weil manchmal will das Spiel das so nicht. So, dann seht ihr, das ist jetzt am untersten und das ist jetzt dann der Zaun-Foundation. Also das hier ist schon mal falsch. So, jetzt hier, komm schon, meine Stimme verlässt mich schon. Wir lassen das so, bevor ich mich aufrege. Das ist hier sogar nochmal ein höher. Ne, das müsste Sound Foundation sein und das müsste die zweite Foundation sein. So, ja, das ist die zweite Foundation. Also zweite Foundation oder Sound Foundation ist das Beste, wo ihr das anbauen könnt.
Ihr habt ja jetzt hier an der Seite noch so ein komisches, hässliches Ding. Das, dazu kommen wir gleich, wenn wir den ganzen Rampen fertig haben. So. Jetzt haben wir den hier einmal rum. Das wird hier sowieso noch verändert. Das sieht man nachher nicht. So. Jetzt sieht man hier, man kann da halt nichts hinbauen. Da gibt es den Trick, man stellt oben so ein kleines Dächchen drauf und macht daran einen so einen Pillar. Kann man jetzt noch einen tiefer machen? Ne. Aber höher können wir bauen. So, nehmen wir die Holzdecke ab. Jetzt können wir hier immer höher bauen. Jetzt hat man diese hässliche Ecke auch weg. Die man hier jetzt hinten noch sehen kann, und mir ist eiskalt. So, diese Ecke wird damit weggemacht und auch diese Sicherheitslücke ist dann weg. Das können wir jetzt einmal hier ringsrum machen. Aufpassen, wo ihr diese Decke draufpackt. Geht das? Ja, das geht auch. Na, das hat nicht geklappt. Das hat geklappt. Dort kann man auch wieder welche rauf machen. Und das kann man jetzt einmal ringsrum machen. So, hier habe ich jetzt schon angefangen, eine Höhe zu bauen. Kann ich dort jetzt Dings draufpacken und Wand draufpacken. Merkt man gleich, das ist ein Stückchen höher. Kann man das so machen. Komme ich an der Metalldecke gerade nicht ran. So. Und das ist jetzt der erste Schritt von der. Wie sagt man jetzt, perfekten oder sichersten PvP-Base. So, kann ich jetzt hier nochmal das abreißen? Nein, nicht ein Pfeiler. Abreißen. Zack. So. Im nächsten Video sind die Wände schon mal ein Stückchen höher und ich zeige euch, wie ihr hier das Tor einbaut. Genauso wie innen drinnen. Ich sterbe gerade, weil mir eiskalt ist. Wie ihr innen drinnen die Wände baut. Und ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Guckt in der Beschreibung, dort ist der YouTuber drinne, dem diese Struktur, so wie es ist, eingefallen ist und von dem ich auch die Idee dazu habe. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.